Ja, hey ho zusammen und herzlich willkommen zu meinem dritten Vlog-Video. Ja, wie ihr sicher seht, ist es immer noch ohne Facecam und immer noch mit voraufgenommenen bzw. im Hintergrund laufenden Let's Play-Aufnahmen meinerseits. Es liegt einfach nur daran, dass ich im Moment das Video relativ fix machen musste bzw. nicht so furchtbar viel Zeit habe momentan wegen Vorbereitung und so weiter, weil ich diese Woche Spätdienst habe und dann morgens immer nur so ein paar Stunden habe. In denen ich halt Videos vorbereiten bzw. produzieren kann. Und ich habe ja nun mal auch noch so ein bisschen Sachen, die ich privat erledigen muss. Demnach dezenter Zeitmangel. Ich wollte damit jetzt aber nicht mehr warten bis nächste Woche, weil auf meinem Kanal mittlerweile schon wahnsinnig viel passiert ist und ich der Meinung bin, dass ich darüber auch dann mal informieren sollte. Und zwar ist das mein Umzug. Wie euch vielleicht aufgefallen sein sollte, wer jetzt meine Videos verfolgt, dem wird es wahrscheinlich schon auf die Nerven gehen. Ich bin umgezogen. Anfang des Jahres bin ich mit meinem Mitbewohner in eine neue Wohnung umgezogen. Zwangsweise. Warum ist jetzt egal. Jedenfalls habe ich jetzt hier in dieser Wohnung deutlich mehr Platz für mein Equipment und etc. Und ich könnte theoretisch jetzt auch mit Facecam aufnehmen. Ich werde den nächsten Vlog auch mit Sicherheit mit Facecam aufnehmen, das ist überhaupt keine Frage. Aber heute war irgendwie das alles noch nicht so wirklich drin. Als 100 Abonnenten-Special hatte ich mir überlegt, eine Roomtour zu machen. Ich hatte jetzt überlegt, dass ich ja erst eine Roomtour von der alten Wohnung vorne dran hänge, um euch mal zu zeigen, warum es halt so scheiße war, da mit Facecam aufzunehmen. Und dann hinten dran eine Roomtour von der neuen Wohnung mache. Jetzt habe ich nur leider auch das Problem, dass mein Mitbewohner nicht so ganz begeistert davon war, dass ich eine Roomtour machen möchte. Und da, ja, ich muss halt gucken, wie ich es mache. Ich darf halt sein Zimmer nicht zeigen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist überhaupt kein Problem. Ich kann verstehen, wenn die Leute nicht wollen, dass ihre Wohnung auf Facebook ach Quatsch, auf YouTube zu sehen ist. Aber ich würde euch trotzdem schon ganz gerne diese Roomtour dann auch präsentieren können. Ich habe es ja schließlich auch versprochen. Und demnach werde ich die auch mit Sicherheit machen. Ich werde dann halt einfach nur sein Zimmer auslassen. Wann die kommen wird, weiß ich noch nicht so genau. Ich werde auf jeden Fall demnächst auch meine Kamera mal wieder auspacken. Ich habe sie auch schon ausgepackt. Ich habe noch nicht alles ausgepackt, muss ich zugeben. Die Wohnung sieht auch noch ein bisschen sehr chaotisch aus, weshalb das mit der Roomtour wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Aber sie wird auf jeden Fall kommen. Habe ich mich jetzt gerade irgendwie selber widersprochen? Ist egal. Jedenfalls, sie wird auf jeden Fall kommen, das ist keine Frage. Es kann allerdings noch ein bisschen dauern. Ich habe mittlerweile schon 118 Abonnenten. Also es ist mal wieder ein bisschen spät für ein Special. Ich habe auch das 80-Abonnenten-Special immer noch nicht fertig. Dazu komme ich jetzt aber auch gleich noch, was Projekte angeht, die momentan jetzt weiterlaufen. Und ich muss halt leider auch das ein oder andere Projekt pausieren. Was nun mal leider einfach momentan nicht ausbleibt. Ich erkläre aber noch genauer, warum. So, wobei dann komme ich jetzt am besten einfach direkt zu den pausierten Projekten. Ich habe festgestellt, dass sich mittlerweile so viele Projekte auf meinem Kanal angesammelt haben, dass ich da nicht mehr so ganz wirklich hinterherkomme. Vor allem, weil ja, wie gesagt, Schichtdienst und viel Arbeit und blöd, doof, alles egal. Jedenfalls habe ich ja die Harry Potter-Reihe angefangen und habe ja mittlerweile den dritten Teil sogar auch beendet und habe dann aber jetzt vor, erstmal eine Pause zu machen. Merke, dass mich dieses Video gerade total ablenkt. Ich bin gerade voll begeistert von meinen Endgame-Skills. Nein, ich würde gerne Harry Potter jetzt erstmal pausieren und nicht mit dem vierten Teil weitermachen, weil zum einen, ich habe den vierten Teil mal angespielt und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich finde ihn einfach nur schrecklich. Es ist ein unglaublich schlechter Teil von der Harry Potter-Reihe. Mit dem ich anfangs auch überhaupt nicht klarkam. Und ich will auch einfach ungern was Let's Playen, was mir nicht gefällt. Ich werde den vierten Teil auf jeden Fall noch Let's Playen, weil ich der Meinung bin, ich möchte unbedingt diese Reihe komplett haben. Aber es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Und da ich momentan sowieso ein paar Projekte erstmal zurücksetzen muss, habe ich mir gedacht, dann pausiere ich Harry Potter jetzt erstmal eine Weile. Ich habe jetzt die drei Parts hintereinander weggeletsplayt und ich denke, das
dürfte erstmal genug Stoff für den Anfang sein, für alle Harry Potter Begeisterten. Ein anderes Projekt, was ich noch pausieren muss, vorerst, ist Thief, also das neueste Thief. Einfach weil es mit meinem PC immer noch hakt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe auch mittlerweile schon gute Freunde von meinem Bruder hinzugezogen, die sich mit sowas sehr, sehr gut auskennen. Ich muss nur leider gucken, wie ich es geschafft bekomme, dass ich den PC dann eventuell mal eine Woche oder über ein Wochenende zu demjenigen rüberbringe, dass der sich dann darum kümmern kann, dass dieses Problem, was ich ja mit meinem PC habe, dann behoben wird. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, dass es wirklich an dem Bildschirm liegt. Ich wüsste aber ganz gerne mal, woran es liegt. Ich habe halt wirklich keine Ahnung. Aber bis dieses Problem nicht behoben ist, kann ich Thief leider nicht weiterspielen. Das wurmt mich auch wahnsinnig, weil ich unbedingt weiterspielen will. Ich will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ich habe so Bock drauf, aber ich kann im Moment einfach nicht, weil mein PC es nicht mitmacht. Was die Dark Project-Reihe angeht, wie wir es ja gerade passend so schön im Hintergrund sehen, Dark Project wird auch schwierig werden, weiterzuspielen. Und der Grund ist einfach, wie ihr vielleicht in meinen letzten Videos, die ich hochgeladen habe, gesehen habt, beziehungsweise mitbekommen habt, gesehen habt ihr es ja leider nicht, weil in meinen Aufnahmen ist die Helligkeit von dem Spiel komplett normal. Also man sieht alles in den Aufnahmen. Das Problem ist, während ich spiele, sehe ich so gut wie gar nichts. Das Spiel ist komplett dunkel und nur wo Fackeln an sind, kann ich so ein kleines bisschen versuchen zu erörtern, wo ich gerade bin. Und das ist ja nun mal nicht der Sinn der Sache. Ich habe auch aus Mangel an Aufnahmeprogrammen, die es richtig zeigen, ich habe mit jedem Aufnahmeprogramm versucht, es zu zeigen. Also die Tatsache, dass es halt so dunkel ist. Und kein Aufnahmeprogramm hat es wirklich so gezeigt, wie es auf dem Bildschirm ist. Deswegen habe ich eine kurze Kameraaufnahme gemacht, die ich euch hier jetzt gerne mal einblende. So, da ich keine andere Möglichkeit sehe, euch das zu zeigen, werde ich das jetzt einfach mal mit meiner normalen Kamera aufnehmen. Ich werde mich selber leider nicht zeigen, weil ich mal gerade wach geworden bin. Aber ich muss euch das einfach mal zeigen hier. Moment, habe ich ungefähr den ganzen Bildschirm drauf. Ja. Mein Mikro ist gerade etwas im Weg, aber passt schon. So, wie ihr hier seht, das ist der Speisesaal der Magiertürme. Und irgendwie sehe ich absolut nichts. Und genau das ist eben einfach mein Problem. Ich kann nicht spielen, wenn ich nichts sehe. Oder? Wie seht ihr das? Also ich sehe hin und wieder mal so da hinten, so die Wege, die kann ich noch erkennen. Aber auch sobald ich jetzt, das wird jetzt ein bisschen schwierig, auch sobald ich jetzt hier reingehe, so, seht ihr, da wird es schon wieder dunkel. Und hier in der Mitte, Entschuldigung, hier in der Mitte sehe ich einfach wieder überhaupt nichts. So, ich bin einfach froh, wenn es irgendwo Fackeln gibt, weil ich dann wenigstens den Weg sehen kann. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wie ihr sehen könnt, ich sehe einfach nichts. Absolut gar nichts. Und so macht es wirklich keinen Sinn zu spielen. Ich komme da dann einfach nicht weiter. Und deswegen, entweder muss ich jetzt schauen, dass ich das Spiel vielleicht nochmal von vorne starte und dann ab der Stelle weiter Let's Playe. Oder ich muss halt gucken, ob ich das irgendwie, vielleicht liegt es ja genauso an der Grafikkarte wie das Problem mit Thief selbst. Ich weiß es aber halt einfach nicht. Das heißt, im Moment kann ich leider Dark Project auch nicht wirklich weiterzocken. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil gerade jetzt wurde es so interessant und so spannend und eigentlich wollte ich auch ein bisschen aufholen, weil ich. Ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach ganz gerne weitermachen, aber es gestaltet sich momentan ein bisschen schwierig. Das heißt also, die Projekte, die momentan dann pausiert werden, sind Harry Potter, Dark Project und Thief. Alles andere ist entweder beendet worden, wie es in den Playlists dann auch schon drin steht. Ich habe ja jede Menge Projekte irgendwie gehabt, aber das Problem ist, dass ich die einen dann einfach nicht weiterspielen konnte, wie zum Beispiel Eden Eternal. Das konnte ich dann nicht mehr weiterspielen, weil mein Bruder einfach nicht mehr in das Spiel reinkam oder es irgendwie immer Probleme gab mit dem Zusammenzocken und keine Ahnung. Aber das müsstet ihr alles auf meinem PC, auf meinem PC, auf meinem Kanal finden, welche Projekte jetzt beendet und welche pausiert und welche abgebrochen sind und so weiter. Das steht meistens bei den Playlists dabei. Oh, das ist voll schwierige Worte, voll Zungenbrecher. Ja, also alles, dann kommen wir von den Projekten, die pausiert sind, mal zu den Projekten, die jetzt weiterlaufen. Weiterlaufen wird
Auf jeden Fall Perfect World. Das ist gar keine Frage. Ich habe nach dem Update ja angefangen, also direkt mit dem Update quasi angefangen, das Spiel neu als Singleplayer zu Let's Playen. Ich habe jetzt auch schon die eine oder andere Anfrage bekommen von Abonnenten, die dann gefragt haben, ja, wie sieht's aus? Kann man denn dann mitspielen? Ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich habe aber ich habe in vorherigen Videos schon mal gesagt, das mit dem Zusammenspielen ist immer ein bisschen schwierig, gerade in Perfect World, weil ich zum einen wenig Zeit habe und zum anderen nicht die Zeit habe, euch dann auch noch irgendwie hinterher zu laufen. Also wenn ihr wirklich mit mir zusammen zocken wollt, dann meldet euch regelmäßig bei mir. Keine Sorge, ihr geht mir nicht auf die Nerven, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir auch tagtäglich schreibt, das ist mir egal. Ich antworte euch auch immer. Aber bleibt einfach am Ball. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd. Das ist irgendwie, man muss mir immer so ein bisschen hinterherlaufen. Das ist leider so. Aber ihr geht mir auf jeden Fall nicht auf die Nerven. Schreibt mir ruhig jeden Tag eine Nachricht und fragt immer wieder nach, wann können wir denn jetzt zusammen zocken? Wann geht das denn? Ist kein Problem. Dann können wir irgendwann mit Sicherheit mal einen Tag finden, wo wir zusammen zocken können. Ich konnte jetzt leider lange Zeit kein Perfect World Let's Playen, weil ich irgendwie viel zu sehr mit anderen Projekten beschäftigt war, unter anderem Harry Potter. Jetzt, da ich Harry Potter ja aber pausieren möchte, wird es auf jeden Fall mit Perfect World weitergehen. Wie gesagt, es sollte eigentlich ein Singleplayer-Projekt werden. Das Multiplayer-Projekt mit Ekalavia und Passars wird auf jeden Fall auch noch weitergehen. Das Problem ist nur, dass da natürlich immer alle zusammen sein müssen und irgendwie alle Zeit haben müssen, was bei mir sowieso mein allgemeines Problem ist. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Also die Perfect World-Projekte werden beide weitergehen. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt, neu auf meinem Kanal findet sich mittlerweile Minecraft. Das Projekt nennt sich Minecraft Paradise und ist von Captain Lucky ja ins Leben gerufen worden. Und ja, wenn ihr die ersten zwei Videos gesehen habt, wisst ihr auch im Grunde schon so im Groben, worum es geht. Das ist halt ein sehr, sehr großes Projekt momentan auf meinem Kanal und das eins, das auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Deshalb wird das auf jeden Fall auch weiterlaufen. Und da es halt auch so ein Multiplayer-Server-Projekt ist, ist es natürlich klar, dass ich das auch nicht sehr lange pausieren werde, beziehungsweise dass ich mir dafür auch sehr viel Zeit nehmen werde. Ja, also das sind so die Projekte, die auf jeden Fall weitergehen. Wie gesagt, wenn ich das hinbekomme mit Dark Project, wird das auch noch ein laufendes Projekt sein, natürlich. Ja, also um mal kurz zusammenzufassen, Thief wird pausiert, Harry Potter wird pausiert. Ich wüsste nicht, dass ich noch irgendwas anderes laufen hatte. Deswegen sind das so die zwei Sachen, die auf jeden Fall pausiert werden. Weiterlaufen, wenn alles klappt. Perfect World, Dark Project und Minecraft. Minecraft wird jetzt aber kein Dauerprojekt auf meinem Kanal sein. Also ich werde jetzt nicht zum reinen Minecraft-Let's Player, dazu hätte ich auch überhaupt keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin halt nett gefragt worden, ob ich vielleicht bei dem Projekt dabei sein möchte. Und ich muss zugeben, ich habe wirklich richtig Bock drauf, weil ich auch sehr, sehr gerne Minecraft zocke, es aber halt nie auf meinem Kanal gebracht habe. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Wir haben jetzt leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, es mal zusammen zu zocken, aber ich denke auf jeden Fall, dass das ein sehr interessantes Projekt werden könnte. Wer da mal vorbeischauen möchte, wie gesagt, alle Videos finden sich auf meinem Kanal. Ich kann auch gerne unten in die Videobeschreibung mal die Links zu den einzelnen Playlists packen. Ich habe heute irgendwie so ein Problem damit. Ja, jetzt seht ihr im Hintergrund schon das erste. Also das erste Video von dem Perfect World Update, ich glaube, das war aber das zweite, nennt sich Perfect World Eclipse. Und das sagt mir, dass ich schon bei über 13 Minuten bin, beziehungsweise bei knapp 13 Minuten, was ich eigentlich nicht tun wollte. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel gelabert, es tut mir leid, das sind immer wahnsinnig lange Videos bei mir und ich laber viel zu viel. Aber ich wollte euch jetzt einfach mal sagen, wie die Lage momentan so ist. Und so ist es im Moment. Also die Roomtour wird noch kommen. Der nächste Vlog wird hoffentlich mit Facecam aufgenommen werden, weil der Hintergrund stimmt mittlerweile auch. Die Beleuchtung stimmt mittlerweile. Die einzigen Probleme, die ich noch habe, sind die mit meinem PC und mit meinem Mitbewohner. Aber nein, es ist egal. Ich hoffe, ich habe euch jetzt so eine große, grobe Übersicht über meine momentane Situation wiedergegeben. Falls noch irgendwelche Fragen sind oder ihr irgendwas noch wissen wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde das dann im nächsten Vlog auf jeden Fall beantworten. Oder halt auch noch in den Kommentaren. Wenn ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne immer unten in die Kommentare schreiben oder auf meiner Facebook-Seite.
die immer unten in der Videobeschreibung steht. Wenn ihr mir auf Facebook folgt, dann verpasst ihr zum einen kein Video mehr, weil ich poste da wirklich jedes Video, das ich hochlade. Auf Twitter übrigens auch, da wird das automatisch gepostet, da muss ich das gar nicht selber machen. Und da könnt ihr mir auch auf jeden Fall über Facebook Nachrichten schreiben und jede Menge Fragen stellen, wenn irgendwas sein sollte, bin ich da auf jeden Fall immer zu erreichen. Okay, dann würde ich sagen, habe ich jetzt mal genug gelabert. Vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt und so geduldig wart. Jetzt habt ihr ein paar Infos, wie es weitergehen wird und ich bin schon sehr gespannt darauf. Tut mir leid, dass ich die Projekte pausieren musste, aber momentan wird es, glaube ich, nicht anders gehen. Ich freue mich schon auf das, was da kommen wird und würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Let's Play-Folge oder beim nächsten Vlog. Bis dahin, ciao!